Yo guys, what's up, the Blue Gangster ist hier mit seiner versprochenen Commentary und wir legen direkt los mit The Real Style gegen Fang und Paul als Marauder und ich bin Brawler. Achtet an, es gibt 32. Gebt euch die Tabelle im Internet, wenn ihr wissen wollt, was die Online-Ranks sind. In Tekken 7 wurde das wieder geändert und fette Kleidung für den Typen. Ich mit meiner Tekken 7 Kleidung, später nehme ich auch noch die, die ich gern für Forest Law hätte. Jetzt habe ich einfach mal so eine genommen. Und los geht's. Er Forward 3, 4, weiß nicht, dass es punishbar ist. Ich mit meinem Slide und dem 2 in sein Face. Er versteht es immer noch nicht, hoffentlich hat er es jetzt gelernt, dass es punishbar ist. Nice Combo von mir, vielleicht Wall, nein, Wall Extension gemisst, sehr schön. Er versucht mit einem Hopkick, kriegt es nicht, kriegt einen Counter in die Fresse. Schön delayed, hat aber nichts gebracht. Forward, forward, vor. Greift mich an, splattet mich an die Wand, wie auch immer. Combo in meine Fresse, hätte mich fast gekillt. Tag Crash, Konterversuch, lauter Poking. Devilman hat nicht funktioniert. Mein Sweep mit dem Guarantee Follow-up. Er fetzt mich hoch, versucht einen Tag, whifft und kassiert. Erste Runde für mich, sehr schön. Okay, diesmal hat es getroffen, weil ich einen Backdash gemacht habe. Sehr gut. Combo von ihm, 9 Hit, 106, sehr schön. Und das ohne Range und weiteres. Alles klar, Wall Splat, kommt nicht zu dem Combo. Hopkick misses, Sweep misses. Down to 3 misses. While standing 2 misses. Und mein Sweep mit dem Guarantee Follow-up, sehr schön. Er kriegt mich mit einem Sweep, fetzt mich hoch, kriegt mich zu einem Combo, misst den Wall Splat. Ich miss den Throw. Er hat einen Hopkick mit einem Follow-up-Combo rein, sehr krass. Wäre ich da jetzt aufgestanden, wäre ich weg. Er countert mich, kommt von unten und hat mich erwischt mit seinem Downman Forward. Nein, down 4, 1 plus 2. Hopkick in meine Fresse, da ich gewifft habe. Follow-up-Combo, wieder 92, krasser Scheiß. Ich forward 4 into stance, mit meinem 2 wieder getroffen und dann follow-up 4 3. Slide mit 4, Mann, ist es krass. Sweep misses, mein Sweep trifft und das war's für die Runde. Alter, dass ich da überhaupt mitkommen kann, okay. 1, 2, 3 in your face und follow-up down 2. Er misst, ich whiff, ich treffe mit meinem Hopkick, weil er whifft. Wall Splat und Follow-Up Wall Combo, sehr schön. 14 Hit, 101. Er splattet mich und macht kein Combo draus, er will mich an der Wand behalten wahrscheinlich. Okay, er splattet mich nochmal und kommt jetzt zu dem Combo. Ja, das war's, viel zu stark. Okay, was kommt jetzt? Er whifft wieder. Wenn der erste nicht trifft, dann sollte man den zweiten lieber gar nicht machen, wegen der Recovery Frame. Ich krieg ihn hoch und whiff wie ein Depp. Er kriegt mich mit dem... Okay, Sidestep, sehr gefährlich von mir, hat aber dennoch funktioniert. Down 2-3 mit einem Follow-Up-Combo in your face, Wall Splat. Und zur Sicherheit ein Forward-Forward-4-3 zum Win. Kleine Anmerkung, wenn euch das viel zu schnell ist, wenn ihr nicht mitkommt... YouTube hat ja am Zahnrad jetzt diese Funktion von wegen Geschwindigkeit. Schraubt die Geschwindigkeit einfach ein bisschen runter und dann sollte das okay sein. Wie gesagt, gebt euch dieses Video erst, nachdem ihr alle meine anderen Trainingsparts zuerst gesehen habt, sonst blickt ihr hier null durch. So, Nummer 2. Gegen Horlang und Balk, ein sehr bekanntes Team, ein sehr gutes Team vor allem. Ich sag nur Speedkicks. Okay, Mr. Pickerton 1999. Der Typ ist einfach mal 7 Jahre jünger, okay? Ein Mentor, okay. Follow-up guaranteed down to. Bisschen EVGF. Counter in your face. Forward 4 mit einem Sweep, der dich getroffen hat. Er misst, weil ich geduckt habe. Er kriegt einen Wall Splat hin und macht kein Combo, obwohl sein Bark in Rage ist. Sehr schön. Der Delay hat ihn getroffen. Wall Splat, Combo und ich miss und ich kassiere einen Side Throw mit einem Splat. Sweep in your face. Counter in my face. Er probiert einen 10er Hit. While standing 2 hebt ihn hoch.
ein Combo und ich krieg ihn mit meinem Down Forward nicht, kassiere ein Grab und er kann wechseln. Wie eklig war das denn gerade? Tag in, slide in, forward, forward, four for the win, weil er dachte, ich komme von unten. Okay, er sucht den Abstand. Alles klar, Back 3, sicherster Move von Holland. 1, 2, 3 in your face, trifft nicht. Counter kassiert, weil ich dachte, er kommt von unten. With. Counter, hat nicht getroffen. Hochgefetzt. Runtergefetzt. An die Wand. Gemisst und trotzdem noch getroffen, weil er sich blöd bewegt hat. Ah, down 2, 3 in your face. Und warum mache ich da kein One Forward 1 plus 2 zum Combo? Ich verstehe das nicht. Gut. Hier ein Parry in your face, weil ich wusste, was kommt. Versuche ihn zu splatten an der Wand, aber krieg's nicht hin. Forward 1 plus 2, um ihn zu distracten. Hat auch nicht ganz funktioniert. Grab geblockt, sehr schön. 1, 2, 3 als... Au, 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 au. Er hat mich fast gekriegt. Slide in vor. Ich komme selbst kaum mit. Downback vor. Hat aber nicht ganz viel so gebracht. Und distracted mit einem One und dann Down vor getroffen. Sehr schön. Runde 2 für mich. Weiter geht's. Alles klar. Er kriegt mich mit dem Crouch Dash vor. Mist das Follow-up. Versucht noch was zu machen. Forward, forward, 2. Um Abstand zu suchen, ein EVGF, damit er mir bloß nicht zu nahe kommt. Running 3 in your face und es trifft. Und genau da, das war das, was ich meinte, von wegen, wenn er nach hinten geht und dann schnell 1 plus 3 plus 4 drückt. Dieses Stand-Up-Kicks, was Holland gerade gemacht hat. So, er kriegt mich mit seinem Crouch-Shit vor und schiebt mir ein Great Combo in mein Face. Jedes bestimmte Team, nicht jedes Team hat ein Great Combo, könnt ihr im Internet nachschauen. Wird aber nicht so oft benutzt und ich duck so lange, dass ich kein Wild Standing 2 mache, obwohl ich schon längst es hätte machen können, ich Idiot. Guter Abstand. Ich kriege ihn mit dem Crouch Dash vor. Follow-up im Combo, kein Wall Splat. Diesmal fast Wall Splat hingekriegt. Und Wall Splat in your face und das war's auch schon, weil er dachte, ich komme von unten. Round 3 für mich. Okay, was kommt als nächstes? Okay, gegen Rasta Pupor 666. Will nicht wissen, was das heißt. Auf jeden Fall, meine Seite ist eigentlich links. Ich spiele schon seit Anfang an, seit ich die PlayStation bekommen habe und Tekken dazu, spiele ich schon immer links, weil das die Standardseite bei uns ist. Und ich trainiere einfach rechts nicht. Vor allem in Tekken 7 ist es egal, weil ihr da immer auf der Seite sein könnt, auf der ihr sein wollt, selbst wenn ihr online zockt. Gut. Master, okay, forward four mit dem Sweep, aber hat nicht funktioniert. Poking für den Abstand. Forward, forward four in your face. Wieder forward four stance mit einem 2 und einem 4-3 Guarantee Hit. Hab ihn versucht zu launchen, hat nicht funktioniert. Er versucht mich zu launchen, funktioniert nicht. Sieht nur nach lauter Poking hier aus. Forward, forward four, sehr schön drüber gerannt. Forward four in stance und 2. Sweep zum Combo. Sehr gut gelungen. Er hat mich versucht da wegzufetzen. Hat ein EVGF in die Fresse kassiert. Gewechselt. Und kriegt mich mit seinem berühmten Sweep. Combo Extension in my face. Letzter nicht getroffen. Kein Korean 3 für dich. Er wechselt. Ich versuche den Slide und werde einfach weggefetzt mit einem Splatter. Sidestep 3 plus 4 rettet mir den Tag. Okay, Round 1 für mich. 1, 2, 3, in your face, follow up, down 2, guarantee. Versuchen, EVGF, geh daneben, er kriegt mich mit einem Sweep und haut wieder sein Combo durch. Kriegt er diesmal? Nein, wieder verkackt. Gut. Kurz, Konter in your face, hat funktioniert wegen dem Sidestep. Guarantee Hit, 4-3, in your face. Er kriegt mich mit einem Sweep, verkackt aber den Combo. Ich mache einen Slide in. Forward, forward, 4-3 mit einem Follow-up. Hätte ich da getaggt, hätte ich schon längst gewonnen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Kriegt er die Runde noch? Nein, er kriegt sie nicht dank meinem Delay. Sehr schön. Runde 2 für mich. Let's go on. 1, 2, 3 funktioniert nicht. Bisschen Poking. Counter in your face. 2-4.
durch die Stamps einen Sidestep und dann der Splat in die Fresse getroffen. Lauter Sweeps. Punish in mein Face, weil ich gewifft habe. Running 3 mit Follow-Up. Alles klar, sorry, du Pro. Und ich renn rein wie ein Idiot. Noch ein Sweep, noch ein Versuch. Noch ein Delay, hat nicht getroffen. Down 2-3, trifft der Follow-Up, macht den fertig, sehr schön. So. Die Kleidung gefällt mir einfach. Also von Law jetzt, die ich gemacht habe. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wenigstens Martial Law als Alternativkleidung, ja, klingt komisch, ist aber so, weil es in Tekken 4 mit Leon Violet das gleiche war, dass er dann Forest Law ist, und zwar mit der Kleidung, die ich gerade anhabe, weil nicht immer das gleiche und als Alternative sehr gut. Oh, ein Ranking-Match für mein Jin gegen Bruce und Brian. Vom Brawler zum... Ja, das sehen wir gleich, ich weiß nicht mehr. Er ist auf jeden Fall Fighter, er ist zwei Ringe über mir. Und es ist Mr. Animatech Chaos mit K, alles klar. Er versucht mich hier zu distracten, kriegt ein Stance 2 mit einem Follow-Up in die Fresse. Ich versuche ihn zum Launchen, bringt nichts. Hopkick in your face, dank seinen Whiff. Follow-Up, Wall Splat nicht. Counter in my face. Okay, er sidesteppt, countert mich, will mich launchen, kriegt's nicht hin, ich versuch's mit einem Delay, down 2-3 funktioniert nicht, kassier ein Hopkick, er kriegt mich an die Wand und ich kassiere einen fetten Elfer-Hit mit 80 Damage, krass. Okay, der Sweep hat funktioniert, was kommt als nächstes? Counter-Attacks über Poking. Forward, forward, dude, 3 funktioniert nicht. Kriegt ein Up, forward, 3 plus 4 als Konter in die Fresse. Hier die Parade, die ihr gerade gesehen habt. Und ein Stand to in your face. Ich glaube, man nennt es CDS. Oh, Konter in meine Fresse. Ein Pick-up und er verkackt und kriegt einen Grab. Eigentlich von hinten, hat sich noch schnell genug umgedreht. Versucht mich zu distracten. Kriegt einen Counter in die Fresse. Forward, 4 in your face. Er versucht mich zu stunnen, kriegt's nicht hin. Okay. Delay versucht, hat nicht funktioniert. 1-2 counter in your face. Distracted with forward 3 plus 4 und dann down 2-3 getroffen. Sehr schön. Alles klar, er versucht mich zu distracten und launch mich. Er hat's hinbekommen, krass. An die Wand und Combo. Respekt dafür, Respekt. Okay, er hat nicht aufgepasst, hat direkt einen Gegenkonter kassiert. Forward, forward 3, in Rage, in your face, sehr gefährlich, hätte alles abnehmen können. Versuch hier zu countern, um mich von der Wand wegzubringen, funktioniert nicht. Sidestep 3 plus 4, er launcht mich und misst. Ah, big whiff von mir. Poking mit Counter versuchen. Und ich grab ihn mal kurz, um mich von dieser blöden Position zu befreien, sehr gut. Slide-ins, wäre seins ein bisschen schneller gewesen als getroffen. Stains 4 und dann Guarantee-Hit 4-3 bringt mich zum Sieg und ich werde mit meinem Jin zum Marauder. Krasse Sache. Alles klar. So, wer kommt als nächstes? Alan 1987. Alright, mit Eddie, einem Capo, Spam-Alarm eigentlich. Und Steve. Mal gucken, wie gut der Typ ist. Seine Quote ist fast so gut wie meine. Nicht schlecht, ehrlich, aber der Steve, der gefällt mir einfach nicht. So sieht's aus. Normalerweise sind da Untertitel dabei, aber ich habe sie ausgeschaltet. Okay. Er macht das allgemeine Capo Ground Game. Kriegt mich mit ein bisschen... Oki hier. Oki Semme in my face. Forward, forward, four. Forward, four in your face. Ein Crouch Dash 4 mit einem Follow-up, der misst. Hopkick with. Und einem Grab, um mich auf die andere Seite zu bringen. Bessere Position. Wall Splat hat getroffen und anstatt ein Combo zu machen, mache ich ein 4-3. Pick up 1-2-3. Combo Follow-up, Wall Splat und
daneben. Er kriegt mich mit einem Stance Back 2. Slide in 4 in your face. Big Whiff von mir. Er dachte, kriegt mich von unten, greift von unten. Ah, hat versucht mich zu launchen, hat es nicht hinbekommen. Alter. Kassiert gerade wie ein Depp. Okay, der Delay hat es gemacht und der Follow-up trifft nicht in my face. Das war's wahrscheinlich. Ja, weil ich getaggt habe. Wenn ihr taggt, seid ihr nicht geschützt. Jede Attacke kann euch treffen. Deswegen müsst ihr immer gucken, dass ihr zur rechten Zeit richtig taggt. Alles klar. Combo in my face. Wall Splat. 9er Hit. 81 Damage. Und sein Whiff und mein Treffer und ein Wall Combo. Und noch der Guarantee zu dem Sweep. Und ein Korean 3 in your face. Mann, krass. Sidestep 3 plus 4 plus Sweep. Mein Delay hat nicht funktioniert. Down to 3 wie immer. Versucht. Running 3 versucht. Delay hat immer noch nicht funktioniert. Und ich krieg ihn mit einem Down 4. Das ist das, was meistens benutzt wird, um einen Kampf zu beenden, weil es schnell ist. Und so gut wie unblockbar, weil es unvorhersehbar ist meistens. Okay. Ich launch ihm, krieg ein Combo raus und miss den letzten für den Wall Splat. Und Wall Splat durch Stance 2 und ein Perfect mit 1, 2, 3 in your face. Okay, er kriegt mich mit dem Sweep. Ich war irgendwie zu dumm auszuweichen. Block aber seinen Launcher. Launch ihn selbst, hau ein Combo rein. 1, 2, 4 und miss dem 4. Stance 1, 2 daneben. Wall Splat durch Stance 2. Combo Follow-Up. Und ich whiff wie ein Depp. Er versucht mich zu launchen, kriegt's nicht hin. Ich habe hier ein bisschen verarscht, habe dann Grab angewendet und habe ihn zwar gekriegt, aber nicht gut zu Ende geführt. So. Forward, Forward 2 von ihm hat nicht funktioniert. Ich Sidestep und dies und das und Running 3. Alter, ich komm kaum mit. Okay, er haut ein Combo rein und kriegt mich mit 9 Hit. 73 ist ein bisschen wenig. Hopkick in your face als Counter. Und das müsste gewesen sein. Jawoll. So. Was diese Chicken da unten machen, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, wenn man die bekommt, wenn man knapp gutes Match gewonnen hat, kriegt man weißes. Wenn man so über die 5 Matches gewonnen hat, kriegt man rotes. Und, wahrscheinlich gibt es noch eins zwischendrin, aber das letzte, was ich gesehen habe, ist so ein schwarzes mit Sonnenbrille, das mit so Gold leuchtet, also umrandet Gold leuchtet. Und das kriegt ihr bei 25 Matches plus. Ich habe ein so ein Teil mal gestohlen, weil ich ihn 3-0, wo er 30 Matches hatte, 3-0 fertig gemacht habe. Und ein Rank-Up für meinen Marauder Lord, das heißt, er wird weiter, yeah. Gegen Maverick 17. Ich hoffe, dass wegen der Background-Musik mein Scheiß nicht gesperrt wird. Forward 4 mit einem Follow-Up in your face durch Stance. Fast gegen die Wand, leider doch nicht. Er kriegt mich bei... Okay, ich kriege ihn auch mit einem Pick-Up und ein okayen Combo. Er versucht mich zu launchen, misst aber, kassiert meinen Throw in his face. Stance 2... Mit einem Follow-Up 4-3. Mann, das Ding ist so genial. Es ist sowas von guaranteed mit so einer großen Range. Und hier nochmal diese Stand-Up-Kicks, von dem ich in Editor reingeschrieben habe bei meinem OnePlus-Part. Wenn ihr kurz zurück und dann 3 plus 4 drückt. So, Grab in your face. Running 3 in your face. Hat nicht funktioniert. Er macht durch Tag ein Running 3. Kassiert mein Sweep, aber dann doch nicht. Bissle Poking Sidestep. Hätte nicht angegriffen, hätte es auch nicht getroffen. 1, 2, 4 in your face. Gegen die Wand. Warum habe ich ihn nicht runtergefetzt? So. While standing 2. Counter forward, forward 2, 3 in your face. Er versucht es wieder mit einem Korean 3. Kassiert mein Grab und Tag. Und mein Running 3 trifft nicht. Und ich kassiere einen Throw. Down 3 war das, glaube ich. Und er kassiert einen Tag Slide von mir. Sehr schön. 2-0 für mich. Counter in my face. Back to 2. Okay, ich versuche es mit Stance und dem Splat. Funktioniert nicht.
Er kriegt mich mit den ganzen Ground Attacks und ich versuche einen Tekken 7 Combo, der hier leider nicht funktioniert und kassiere einen Throw. Okay. Pick-up Combo Guarantee an der Wand und ich wechsle und zum Glück habe ich so angegriffen, sonst hätte ich fast Hopkick kassiert. Air Sweep plus Combo Follow-up und Whiff. Und in your back, weil er zu langsam war, Counter-Attack. Und ich war zu dumm, ein Running 3 auszuführen und hab fett von unten kassiert. Bissle Poking. Delay in your back. Eigentlich das Schlimmste, was gegen einen Lore-Player passieren kann. Und er überlebt es trotzdem noch und führt ein Tag Crash aus. Versucht mich zu stunnen. Bissle Poking hier, bissle Ground Game da. Er kriegt mich mit dem Sweep. Okay. Okay, mein Throw trifft zuerst, nur noch 10 Sekunden. Tag in Slide, 4 while standing, er versucht den Hopkick. Ah, kassiert nicht von unten und doch, down 4. Ich sag doch, dieses Ding ist einfach hart. Und mein Lore wurde zum Fighter, sehr schön. Kranker Scheiß. Alright, gegen Solids 10. Devil Jin und Lars, auch krasses Kombo. Der hat einen Warrior und einen Q, einen Second Q. Das bedeutet, er maint Devil Jin und nimmt Lars nur für Rank up, damit er weiter hochkommt. So, das ist eigentlich meistens, wenn man die 5 bis 6 Matches gewonnen hat, bei höheren Rängen, dass man dann Rank up bekommt. Und genauso ist es dann mit der Demotion, dass wenn man mindestens 5 bis 6 Matches verliert, kriegt man ein Rank-Up-Match. So. Hartes Spacing von dem, sehr guter Abstand. Echt pervers. Er versucht mich hier auszutricksen, kassiert einen Counter, 2-4 in your face, forward, forward, 4, whiff. Ein WGF, noch ein WGF, der trifft. Okay, Zimmer. Okay, Hopkick in your face mit Follow-up. Kein Wall Splat, aber 10 Hit 80 Damage. Ist ziemlich okay. Er versucht hier mit seiner Art des Hopkicks. Tagged in, Sidestep. Low Game. Ah, Sidestep 2. Fetzt mich hoch mit einem Launcher. Kriegt mich mit einem Combo Follow-up und fetzt mich nicht durch die Wand. Und mein Distractor hat funktioniert. Wie immer, zuerst Leute verarschen mit Forward 3 plus 4 und dann Down 2, 3. Funktioniert nicht immer, aber hat hier gerade sehr gut geholfen. Ich whiff mit meinem WGF Counter in sein Face. Er kriegt mich von oben, fetzt mich hoch und macht kein Combo draus. Okay, Down 3 plus 4 hat leider nicht ganz so gut getroffen. Sweep in my face, Hell Sweep bei den Mishimas. Okay, Counter in my face, sehr gutes Spacing, EVGF von ihm, noch ein Sweep. Und die Skyscraper, alle drei, und plus den Sweep gegen die Wand, durch die Wand, und das sollte es eigentlich sein, ja. Das war ein Crouch Dash vor, plus ein Up vor danach. Also Forward. Warum sage ich vor, ich meine Forward. Okay, Counter it, plus Combo in your face, Wall Splat. Und Follow-up durch Wall getroffen. Forward 4 durch Splat. Ah. Hat gebroken mit seinem Sliding Tag in 4. Versucht mich hier wegzufetzen, um Combo rauszukriegen. Funktioniert nicht. Ich fetze ihn hoch. Combo in your face hoch. Und ein Korean 3 in your face. Counter it. Forward, forward, 2-3. Sidestep 2 in my face. Skyscraper, Laser Scraper. Ah. Krasser Wave Dash. EVGF, der nicht ganz richtig getroffen hat. Noch ein EVGF versucht. Von mir kassiert. Ich kassiere von ihm. Sidestep 2. Er kriegt mich mit einem Sweep, weil ich unten bin. Und noch ein Sweep. Und noch ein Laser Scraper. Und mein Sweep trifft. Er versucht mit der Hochfetzer-Methode, funktioniert nicht. Sweep in my face, noch ein Sweep in my face, Laser Scraper in my face, Whiff durch den EVGF, kassiert Sliding Tag 4, noch ein Sweep, noch ein Laser Scraper und Down
1-2-3 kassiert mit einem Combo-Follow-Up, 1-2-3, Sweep plus Follow-Up und vorbei. Das war aber ziemlich knapp, weil das hätte echt nicht sein müssen, dass die Wand genau da ist, wo ich sie brauche. Wäre die auch nur, sagen wir jetzt mal, 3 cm oder so weiter weg gewesen, dann hätte nicht alles getroffen, der hätte noch überlebt. Hätte einen Tag Crash ausführen können und dann hätte er vielleicht noch gewonnen. Skralt 7. Fragt mich nicht, wie man das ausspricht. Okay, in meiner Position High Rank Player, weil er Warrior ist. Ich komme nicht über Fighter und es sollte eigentlich der 12. Dan sein und Fighter ist 10. Dan. Ich bin einmal mit Devil Jin 13. Dan gewesen, aber das nur ganz kurz. Ich wurde direkt wieder demoted. Okay, 12. Dan gegen 9. Dan, wieder in dieser fetten Stage. Mal gucken, wie das läuft. Okay, er versucht mich zu launchen, kassiert einen Downback vor. Hubkick in your face durch sein Whiff. Combo Follow-Up. Und ein Splat. Und durch den Boden. Und gegen die. Nein, ich miss. Aber War Splat trifft, distract ihn und ein Down 4 für den Perfect. Kranker Scheiß. Alright. Sehr, sehr viel Poking hier. Alles Combo-Möglichkeiten. Oh, er kriegt mich mit einem Sweep. Combo-Follow-Up. Nein, an die Wand. Verkackt den Combo. Ich verkack ziemlich viel rotes Leben. Splat ihn mit einem Counter, aber krieg's nicht hin. Sweep mit Follow-Up. Forward, forward 3 in his face. Running 3 with. Back 1 von ihm trifft nicht. Ich mach Sidestep, Counter direkt. Counter nochmal in sein Face. Sweep trifft nicht, aber der Follow-Up. Grab plus Combo in sein Face. Reicht es? Nein. Diesmal hat es nicht gereicht. Genau das hätte im letzten Match so passieren können. Okay, das sieht sehr schlecht aus. Splat. Tag Crash. Sweep in his Face. 3-4 reicht aber nicht aus. Ich mache einen Slide vor. Trifft nicht. Und weil er whifft. Weil er nicht aufgepasst hat, habe ich ihn noch gekriegt. Kranker Scheiß. Okay, Sweep hat nicht ganz getroffen. Whiff durch meinen Hopkick. Oh, und er stunt mich. Und Combo. Und 9-Hit 80 Damage in mein Face. Stance 1 wollte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht, aber... Oh. Respekt dafür. Hätte ich echt nicht erwartet. Weil ich gesehen habe, der taggt ihn, da habe ich gedacht, ich kann noch schnell abhauen. Und dann kriegt er mich mit einem Lifter und haut ein Combo rein. Sehr schön. Counter in sein Face. Alles klar. Ultimate Tackle Grab von Dragunov. Poking. 1-2-3 trifft nicht. Down 3 plus 4 trifft nicht. Sein Launch trifft nicht. Mein Combo trifft und reicht. Ja, hat gerade noch so funktioniert. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. So, jetzt müsste ich, oder? Ich glaube, jetzt habe ich die 7 Wins erreicht. Oder nicht? Mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Hola Coca-Cola 90. Ja, weil ihr müsst euch merken, diese Leute, so wie die Capos, so wie Alisa und halt diese hier, Lily Sebastian, sind alles Spammer. Die benutzen sehr oft, gerade wenn es um Ranking-Matches geht, sehr oft die gleichen Attacken. Ihnen ist scheißegal, ob sie fair spielen, ob sie fair gewinnen, ob sie wie Noobs dastehen. Alles, was ihnen wichtig ist, das Einzige, was ihnen wichtig ist, ist zu gewinnen. Alles andere ist ihnen scheißegal. Und das werdet ihr zur Hälfte hier sehen. Ich beschwere mich nicht darüber. Ich sehe das eher so. Ich war zu schlecht, um gegen einen Spammer zu gewinnen, ja? So ist es halt nun mal. Weil wäre ich gut genug gewesen, dann wäre ich auf seinen Spam-Scheiß nicht reingefallen. Aber jetzt widmen wir uns dem Match. So. Counter it in sein Face. Er kriegt mich mit einem Aufsteher, versucht mich da zu droppen, mein Delay funktioniert nicht, er kriegt mich mit einem Delayed Counter Hit, Running 3 in my face, Ground Attacks, blockt meine Down Attack, kriegt mich wieder damit, noch ein paar und ein Throw in mein Face und das müsste es eigentlich sein. Nein, Tag Crash von mir, bisschen okay hier und noch ein Grab in mein Face. Okay, ich versuch's mit einem Pickup. Delay trifft trotzdem und ich whiff wie ein Depp. Forward, forward 2. Slide. Und hier wieder der Get-Up-Kick.
versuche hier mit meinem Oki durchzukommen. Er hat Leine getaggt, versucht da irgendwie noch was zu erreichen und er kriegt mich mit einem wahrscheinlich Down 4. Okay, ich whiff und krieg einen Counter in die Fresse. Hier, nice trade. 1, 2, 3 on the wall mit einem Follow-up, das nicht ganz trifft und ich kassiere wieder ein Grab. Und dieser Move ist so nervig, weil wenn der erste trifft, kann man den zweiten so gut wie gar nicht ausweichen. Deswegen ist er so gut spambar. Er kriegt mich mit seinem zweiten Sweep. Combo, Follow-up. Whiff, er versucht es weiter, kriegt mich mit dem Counter-Hit. Und nochmal on the wall und lässt mich nicht durch. Und das war's für mich. Also ganz ehrlich, wenn man so Tekken spielt, sollte man lieber aufhören und Street Fighter zocken oder weiteres. Heißt nicht, dass ich Street Fighter hasse, es ist einfach nur leichter, ja. Alright, Stand to in your face, follow up. Can-Can-Kicks nennt man diese Dinger, down 3 plus 4 und bam und whiff. Und trotzdem Wall Splat durch Stance, weil er nicht aufgepasst hat. Follow up, whiff, miss und sweep und guarantee hit und wenigstens eine Runde gewonnen. Sehr schön, Ehrenrunde hier. Und Counter in my face durch mein Whiff. Und ein Side Grab. Ouch. Ah, und Counter in my face. Und lauter Down Attacks. Lauter Ground Attacks. Sweep und noch mehr Ground Attacks. Und noch ein Sweep und noch mehr Ground Attack. Und mein Delay funktioniert nicht. Er versucht zu kontern und grabt mich wieder. Und das müsste gewesen sein. Ja, das war's. Alles klar, das war's dann. Hoffe, euch hat Spaß gemacht. Hoffe, ihr habt was dazugelernt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube World.